Was die vermeiden wollen, ist einfach, dass Leute nach Mexiko kommen und illegal arbeiten. Der zweite Tipp geht in Richtung Unterkunft. Eine Wohnung bekommt von derselben Größe und ich habe nur noch ein Viertel von dem Preis bezahlt, was ich über Airbnb bezahlt habe. Und dann mussten diejenigen auch ins Gefängnis und das auch teilweise für Wochen. Bro, wie sieht's aus mit Sicherheit? Ist man sicher in Mexiko? Habt keine Angst davor. Mexiko ist ein wunderschönes Land. Tulum ist ein wunderschöner Ort. Den kann ich nur an jeden ans Herz legen. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Gib mir die Einstellungsvibes, yo. So ist Shay. Let's do the intro, motherfucker. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, Leute. Ich habe gedacht, heute machen wir die nächste Folge 3 Tipps. Ich will es konstant beibehalten, weil ich denke, ich habe ein paar Tipps, die ich rausgeben kann, die einigen von euch draußen vielleicht helfen könnten, euch interessieren. Deswegen schreibt doch jetzt wieder gerne in die Kommentare rein, welche 3 Tipps zu welchen Themenbereichen ihr noch gerne hättet. Ich habe mir gedacht, ich gebe heute 3 Tipps zum Ausreisen oder Auswandern nach Mexiko. Für die, die mich verfolgen, die haben es schon mitbekommen, der Bre war fast ein ganzes Jahr drüben in Mexiko. Bam! Hier ist mein kleines Mexiko, was ich immer noch mit mir trage. Und ich werde auch, so wie es aussieht, wahrscheinlich bald wieder da sein. Und ich freue mich auch extrem drauf. Heute ist auch richtig schönes Wetter wieder. Ich sitze hier gerade am Wasser. Hinten ist sind so Waterfalls irgendwie. Kann sein, dass man es auch hört im Hintergrund. Genau, ich gebe heute 3 Tipps raus zum Reisen oder Auswandern nach Mexiko. Und als allererstes will ich auf das Thema Visa eingehen, weil es aktuell in Mexiko so ist, dass wenn du einreist, dass du nicht mehr automatisch als Europäer oder Deutscher deine 180 Tage Visum bekommst. Deswegen ist es der erste Tipp, den ich euch raushaue. Guckt, dass ihr, also als erstes guckt, wenn ihr eingereist seid, auf eurem Visa drauf, wie viele Tage die euch gegeben haben. Ich habe schon von Fällen gehört, wo Leute eingereist sind, davon ausgegangen sind, dass es 180 Tage sind, dann im Land rumgereist sind und irgendwo kontrolliert wurden, dann hat die Polizei die angehalten und hat festgestellt, dass das Visa schon abgelaufen ist und dann mussten diejenigen auch ins Gefängnis und das auch teilweise für Wochen. Das heißt, achtet wirklich drauf, wenn ihr einreist, wie lang ist euer Visa. Wenn ihr nur eine geringe Anzahl an Tagen bekommt, dann, also wichtig ist dabei, dass ihr euch ein Rückflugticket besorgt, bevor ihr in das Land einreist. Und es gibt Seiten, wenn ihr nicht genau wisst, wann ihr zurückreist, es gibt Seiten, wo ihr euch ein vorläufiges Ticket reservieren könnt für $10. Ich guck mal, ob ich die Seite unten verlinken kann. Und dann habt ihr nachweisbar einen Rückflug, könnt den aber sofort wieder stornieren, beziehungsweise der wird sogar automatisch storniert nach 24 Stunden. Der ist eigentlich nur dafür da, um in Länder einzureisen bezüglich Visa. Macht das erstmal. Weist eine Unterkunft nach. Was euch auch helfen kann, ist, dass wenn ihr nachweist, dass ihr Geld habt, dass ihr auch Bargeld mit dabei habt und dass ihr genug Geld habt, um eine gewisse Anzahl von Monaten in Mexiko zu leben. Weil ich glaube, was die vermeiden wollen, ist einfach, dass Leute nach Mexiko kommen und illegal arbeiten. Und das wollen sie indem sie einfach nicht mehr dieses 6-monatige Visa für alle einfach so rausgeben. Deswegen guckt, dass ihr Bargeld vorweisen könnt, dass ihr vorweisen könnt, dass ihr außerhalb von Mexiko euer Geld verdient, dass ihr ein Rückflugticket habt, was auch über dieses Onboard, heißt es, glaube ich, gebucht werden kann. Und versucht einfach mit den Leuten zu reden auch. Ja, guckt, was ihr für ein Visa bekommt, guckt, wie viele Tage ihr bekommt und dann versucht mit denen zu reden. Erklärt, warum ihr da seid, dass ihr reisen wollt, dass ihr eine gewisse Zeit da verbringen wollt, nicht arbeiten wollt. Und ich glaube, man kann mit denen auch reden, weil teilweise haben Leute auch 180 Tage immer noch bekommen, aber teilweise gab es auch Leute, die gar nicht erst ins Land reingekommen sind, weil sie kein Rückflugticket hatten. Deswegen achtet auf euer Visum, achtet darauf, dass ihr alles habt, um denen das so vorzuweisen, warum ihr in dem Land seid und dass ihr da nicht arbeiten geht. Der zweite Tipp, den ich Leuten geben möchte, die eine gewisse längere Zeit in Mexiko bleiben möchten, geht in Richtung Unterkunft. Ich habe die erste Zeit, wo ich in Mexiko war, auch in einem Airbnb gelebt und habe dafür sehr viel Geld ausgegeben, weil ich noch nicht wusste, wie ich genau vorgehe, was diese Wohnsituation angeht und habe mir einfach Airbnbs gebucht. Dann irgendwann habe ich mitbekommen, dass es Facebook-Gruppen gibt, aber auch auf Facebook Marketplace, dass da sehr viele Wohnungen angeboten werden. Dann habe ich mich da umgeschaut,
habe mit Leuten auch gequatscht, was auch immer gut helfen kann, einfach Leute ansprechen, die schon länger da leben, die in der Unterkunft leben, die euch vielleicht gefällt, fragt nach Kontakten, fragt nach Leuten, die das vermietet haben und setzt euch selber mit Vermietern auseinander, geht auf Facebook Marketplace und geht auch in diese Facebook-Gruppen rein, in denen Wohnungen angeboten werden. Ich habe dann nämlich 2 Wochen später, nachdem ich aus dem Airbnb raus bin, in derselben Unterkunft eine Wohnung bekommen von derselben Größe und ich habe nur noch 1/4 von dem Preis bezahlt, was ich über Airbnb bezahlt habe. Das heißt, ihr könnt da einiges am Money sparen, wenn ihr euch die richtigen Kontakte an den Start bringt und auf den richtigen Seiten sucht. Und dafür ist Facebook auf jeden Fall in Tulum auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Also geht über Facebook Marketplace, geht über Leute, die ihr kennt oder kennengelernt habt, und geht über diese Facebook-Gruppen, Rentas, bla bla bla, Rentas Tulum, Rentas Playa del Carmen, Rentas Cancun. Gibt es verschiedene Facebook-Gruppen, wo auch Wohnungen angeboten werden, die deutlich günstiger sind als über Airbnb oder irgendwelche anderen Seiten. Und der dritte und letzte Punkt ist die sogenannte Sicherheit. Da werde ich auch immer sehr oft gefragt, Bro, wie sieht's aus mit Sicherheit? Ist man sicher in Mexiko? Vorab, ich kann das nicht entscheiden, ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht genau, wie ich die Sicherheit einschätzen soll. Ich kann euch nur meine eigene Erfahrung einfach mitgeben, weil ich möchte auch nicht irgendwie dafür verantwortlich sein, dass irgendeiner sich denkt, okay, der Bruder sagt, es ist sicher, dann reist er dahin und ihm passiert irgendwas. Ich kann euch nur sagen, wie ich selber für mich persönlich miterlebt habe. Und das, was auf den Seiten Auswärtiges Amt und so steht, dass du nicht mal irgendwie in der Stadt rumlaufen solltest, dass du nur in deinem Resort bleiben solltest, dass du nur Taxifahrer nehmen solltest, die direkt mit dem Hotel verbunden sind, finde ich meiner Meinung nach, ist etwas übertrieben. Also ich habe da jetzt über ein Jahr gelebt. Ich wurde mit direkter Gewalt eigentlich mir gegenüber gar nicht konfrontiert. Ich habe leider mitbekommen, wie sich 2 Jungs aus einem Kartell gegenseitig über den Haufen geschossen haben. Und da ist auch jemand bei gestorben. Und es war auch ein sehr schlimmes Erlebnis. Und das wünsche ich niemandem, das zu sehen. Aber ich selber wurde nie angegriffen. Habe auch nicht davon gehört, dass irgendwelche Touristen angegriffen werden, überfallen werden, vergewaltigt werden oder sonst irgendwelche Geschichten. Man muss wissen, dass es da Kartells gibt, es gibt Gangs, es gibt Leute, die verkaufen da Drogen und es gibt auch gewisse Kämpfe untereinander, die die da führen. Und da kommt es auch teilweise zu Gewaltausbrüchen. Das kann passieren. Das muss einem bewusst sein, wenn man in dieses Land reist. Es ist einfach so, das ist Fakt, das ist vorhanden. Wenn du aber jemand bist, der einfach nur sein Ding macht, der sich nicht auf irgendwelche Geschäfte einlässt, mit Drogen, mit Frauen oder mit irgendwelchen anderen Sachen, das kann reizen. Ich kenn's selber, du kommst dahin in das Land, du lebst vielleicht eine gewisse Zeit lang da, kriegst die ein oder andere Connection und dann kommen andere Leute und fragen dich, ey Bro, wie sieht's aus, kannst du irgendwie was besorgen zu rauchen, kannst du irgendwie dies, kannst du irgendwo das. Haltet eure Finger davon. Wenn ihr Kiffer seid oder selber was nehmt, nehmt es, kauft es selber, aber verbreitet es nicht. Seid in der Hinsicht einfach vorsichtig. Kommt nicht auf die Gedanken, dass ihr da Moves machen könnt, wie in Europa oder so. Das ist deren Business, das ist deren Ding, damit machen die Geld. Und mit den Leuten ist auch nicht zu spaßen oder zu scherzen. Deswegen haltet euch davon einfach komplett fern. Lebt ein normales, gutes Leben, macht gute Dinge. Haltet euch vielleicht an den ein oder anderen Ecken, das werdet ihr auch mitbekommen, wo es mal ein bisschen gefährlicher werden kann, wo diese Jungs viel unterwegs sind oder so. Haltet euch davon fern, umgibt euch mit positiven Menschen, baut keine Scheiße, geht nicht zu oft nachts irgendwo alleine raus oder so. Und dann kann euch eigentlich auch nichts passieren. Und ich will einfach auch sagen, habt auch keine Angst davor. Wenn man Angst vor Dingen hat, kann es sein, dass man diese Dinge auch in sein Leben reinzieht. Einfach dadurch, dass man die ganze Zeit konstant daran denkt. Ich sage, es kann überall schnell passieren. Und deswegen habt keine Angst davor. Mexiko ist ein wunderschönes Land. Tulum ist ein wunderschöner Ort. Den kann ich nur an jeden ans Herz legen. Der hat mir energetisch sehr viel gegeben und gebracht. Hat mein Leben weitergebracht. Ich habe sehr viel über mich gelernt, über die Welt gelernt, über Menschen gelernt, über die mexikanische Kultur gelernt. Und ich kann es nur weiterempfehlen. Das sind so meine 3 Tipps für eine Reise nach Mexiko oder für das Auswandern nach Mexiko. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten für alle Leute, die gerne mal rübergehen wollen. Und schreibt jetzt, wie gesagt, gerne in die Kommentare rein, falls ihr noch mehr Tipps haben wollt, in welche Richtung auch immer. Ich küsse euer Herz, be unique, dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Peace the fuck out. Krass, Digga, einfach jetzt genau ist die Kamera leer. Geil.